Grüßt euch. Also, wie man bereits schon gesehen hat in den Aufnahmen zuvor, wir sind am Mischtfahren. Der Kollege ist da mit seinem IHC 744 und seinem Mischstreuer. Der hilft aus, der fährt bei uns den Mist, da ich keinen eigenen Mischstreuer habe. Ja, aktuell zum Wetter, wir haben strahlenden Sonnenschein, aktuell 12 Grad und auf morgen ist wieder Regen gemeldet. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, trotz dass es noch ein bisschen schmierig ist, der Boden, den Mist auszubringen. Da auf morgen einfach wieder Regen gebracht. Der Hänger geladen. Der Mist wird mit dem Case V75C verladen und mit dem IHC 744 ausgebracht. Hinter dem IHC 744 hängt ein Krone Mischstreuer. Das Gespann gehört meinem Kollegen. Der hat netterweise sich bereit erklärt, mir den Mist auszubringen. Die Jahre zuvor hatte ich mir dafür immer einen Mischstreuer geliehen vom Maschinenring. Doch dieses Jahr machen wir das so. Es geht zwar lang nicht so schnell, da das Fassungsvermögen vom Krone Mischstreuer nicht so groß ist wie vom damaligen Tepe Mischstreuer logischerweise. Aber es funktioniert einwandfrei. Ist alte bewährte Technik. Und ja, wir sind jetzt hier aktuell auf der Begrünung unterwegs, auf der wir den Mist ausbringen. Dort wird dann je nach Wetterungslage Ende April, Anfang Mai der Mais ausgesät. Und ja, im folgenden Verlauf werdet ihr auch noch einige Aufnahmen sehen von oben aus der Vogelperspektive, da mein Kollege von Enstein Video vor Ort ist zum Filmen. Der hat seine Kamera mitgebracht und seine Drohne. Ich wünsche euch viel Spaß.